Ich möchte euch hier ein super cooles Feature von CodeMD zeigen, denn mit CodeMD kann ich nicht nur gemeinsam Texte erstellen, sondern auch Noten erzeugen. Das Dokument, in dem ich hier arbeite, verlinke ich unterhalb des Videos. Jetzt wechsle ich einmal in den geteilten Modus, sodass man links den Editor und rechts das Ergebnis sieht. Dieses Notenblatt, welches ihr hier seht, ist ganz einfach durch den Quelltext hier erzeugt. Dabei gibt es einen Kopf, in dem Metainformationen stehen, wie der Titel des Liedes beispielsweise oder der Takt. Und die eigentlichen Noten werden dann hier einfach mit Buchstaben angegeben. Also beispielsweise C, D, E, F für die ersten vier Noten von Alle meine Entchen. Um den Text direkt unter die Noten zu bringen, muss ich einfach nur jede Silbe geteilt durch Bindestriche oder Minus direkt unter die Note packen. Beziehungsweise unter die Note wird es automatisch gepackt. Ich kann Noten auch zusammenziehen, indem ich das Leerzeichen weglasse. Das seht ihr hier einmal im Beispiel. Wenn ich das wieder hinpacke, verschwindet das. Und wenn ich hinter das G eine 2 mache, dann macht er das doppelt so lang. Also aus der Viertelnote wird dann eine halbe Note. Ja, ganz einfach gemacht. Und das Ergebnis, finde ich, kann sich sehen lassen. Ich schalte jetzt wieder in die Ansicht. Das Schöne ist, ich kann gemeinsam an den Noten arbeiten, kann das übers Internet teilen oder auch mit einem Beamer groß an die Wand werfen fürs Konzert. Und ja, ich finde, das sieht richtig schick aus.